Hi, für die Restauration von meinem Bus brauche ich auch unter anderem solche neuen Bremsleitungen. Das hier ist die alte, die an dem Bremssattel vorne dran war. Und die ist dann hier mit dieser Bremsleitung verbunden und wie man sieht, schon ziemlich fertig. Die machen wir im Rahmen des natürlich auch mit neu. Die hier hat eine Länge von 10 cm. Das habe ich hier mit einem Seil nachgemessen. Und das schneiden wir uns jetzt hier von der Meterware ab. Hat man hier so ein normalen Rohrschneider für kleine Leitungen. Immer wieder mal nachdrehen. So, dann haben wir hier unsere Bremsleitung. Und die wollen wir natürlich, müssen wir jetzt hier die Köpfe dörteln, damit dementsprechend hier die neuen Anschlüsse hier vorne dann zusammenhalten und abdichten. Dafür gibt es extra so ein Dörtelgerät. Das ist die Schraube, die dann hier vorne die Bremsleitung dörtelt. Und das ist die Schraube für den tiefen Anschlag. Die drehen wir als erstes rein. Hier ist so ein Sichtfenster. Dann machen wir ein bisschen Fett vorne drauf. Stecken dann die Leitung hier rein. Genau hier bis zum Anschlag. Mit den zwei Schrauben wird die Leitung dann in diesem Werkzeug geklemmt. Fest. Dann holen wir die Schraube für den tiefen Anschlag raus und drehen jetzt unsere Dörtelschraube rein. So, die Schrauben wieder lösen. Und schon ist der Kopf für die Bremsleitung gebörtelt. Wenn ich jetzt das natürlich mit der anderen Seite mache, kriege ich die nicht drauf. Also gleich mit dran denken. Einmal die, einmal für die andere Seite. Ich will hier so eine Leitung nachbauen. Also, jetzt fetten wir den Kopf hier auch wieder ein wenig. So, stecken ihn hier rein. Schraube für den tiefen Anschlag. Leitung bis ran, hier sieht man es. Da ist er offen. Jetzt ist er dran. Immer schön nacheinander, nicht dass es verkantet und eventuell Abdrücke in der Leitung gibt. Schön festziehen. Die raus und unsere Bördelschraube rein. Klemmbacken wieder lösen.
Und schon haben wir die zweite Seite gebörtelt. Damit wir jetzt die Bremsleitung dementsprechend in diese Form kriegen, gibt es dafür so ein Biegewerkzeug. Da kann man dann jetzt ansetzen und nimmt die alte Leitung als Form. Das heißt, ich brauche hier meine erste Biegung rein. Also setze ich das Werkzeug so an. Mache hier schon mal die erste Biegung. Das kommt ungefähr hin. Und dann brauche ich hier die Biegung in die andere Richtung. Das war dann ungefähr so in dem Bereich. Schauen wir mal. Hier müssen wir sie biegen. So rum. Jetzt hier brauchen wir die Biegung. Wir nehmen das Werkzeug ein Stückchen mit hier rauf. Letztendlich noch genaueres Feinjustieren machen wir dann, wenn wir die Bremsleitung dann einbauen. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wie gesagt, sowas, wenn es vom Hersteller nicht schon fix und fertig gebogen zu kaufen gibt, kann man sich sowas relativ schnell selbst nachfertigen, anfertigen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Es gibt immer was zu reparieren und über ein Like würde ich mich natürlich freuen. Bis bald!